Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ja, wir begeben uns jetzt zu unserem ersten Kampf, denn ein Drache wurde gesichtet. Also nicht der erste Kampf allgemein, sondern zum ersten Kampf gegen einen Drachen. Bei einem Wachturm wurde er gesichtet. Und jetzt in der Dunkelheit ist vielleicht nicht gerade unser bester Vorteil. Allerdings, wenn er damit Feuer spuckt, dann macht er uns wahrscheinlich die Umgebung dann doch ein bisschen heller. Das müssen wir hier erstmal aus Weißlauf rauskommen. Wo waren die? Ne, warte mal. Ich bin jetzt... Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen ja. habt. Ich danke euch im Namen von ganz... Dankeschön. Du bist Weißlauf. So, hier rechts ist jetzt der Ausgang. Saphir. Der Punkt ist bloß der... Was haben wir denn jetzt aktuell? Na, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wenn der fliegt, müssen wir eh zu Pfeil und Bogen greifen. Mal gucken, wie wir das anstellen. Ich hoffe nur, Fendal überlebt das. Das ist... Ich finde, das ist bei Begleitet immer so ein bisschen das Kritische. Also in der Regel, ich mag es schon, alleine zu reisen. Es ist aber auch cool mit jemandem zusammen. Allerdings hast du dann einen, auf den du halt immer aufpassen musst. Allerdings... Ja, wir sind Aaron, der Agonia. Bisschen evil, wir sind eher auf uns selbst bedacht. Wir sind zwar froh, dass wir Fendal gefunden haben, aber wenn was passiert, so what? Er kann selber auf sich aufpassen. So, wo soll es denn jetzt lang? Wieso sind denn da auf einmal zwei? Ist noch eine andere Mission aktiviert? Es sind immer noch zwei. Warum sind denn das... Das muss ich jetzt mal kurz gucken auf der Karte. Triff Irelit in der Nähe des westlichen Wachturms. Triff Irelit in der Nähe des westlichen Wachturms. Hat die sich jetzt aufgeteilt oder was? Ey, was ein Scheiß. Ehrlich, ey. Das da hinten ist der Wachturm. Upp. So, ich... Wo ist die denn jetzt? So, warte mal. Also hier ist niemand. Nö. Nix, nada. Fendal? Ah, da hinten kommt er. Irelit. Da sind sie. So. Ah, der Punkt ist halt der, wenn es wirklich beim Drachen... Wo haben wir denn? Ah, ne, hier oben. Ich nehme schon mal. Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Mm, definitiv. Das sah es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Lieber mal den Himmel im Blick behalten, ey. So, okay. Ja. Das war definitiv ein Drache. Westlicher Wachturm entdeckt. Wer ist da oben? Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Der Himmel ist aber sauber. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Wo? Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Carlos, rette uns. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ah, da ist er, okay. Komm. Nee. Brit Gra. Ich hatte vergessen. Wo ist er denn? Da. Aber ich treffe ihn trotzdem. Mirmulnir. Schießkunst hat sich jedenfalls verbessert. Jetzt fliegt er hoch, komm. Wir sollten runter. Ne, die hier wollte ich nehmen. Nee. Statt Flammen nehmen wir jetzt mal Funken. Ja. Ich
bis in Deckung gehen. Ah, Vorsicht. Heilung. Stirb. Gesundheit niedrig, ja, egal. Nein, nein. Nein. Verdammt, unser erster Kampf gegen Drachen, wir sterben. Ach Mensch, da wollte ich gerade ein bisschen zu viel anscheinend. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Ich hatte echt gedacht, wir schaffen es schneller, ihn zu töten. Aber passiert. So, was gibt's denn hier jetzt so lange zu laden? Komm schon. Ich will nochmal. Hallo. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier, okay. Jetzt müssen wir da nochmal hinlatschen, so ein Bullshit, ey. Dich gibt's auch noch. Gut, voller Attacke. Kann diesmal nur besser werden, obwohl wir hatten ihn ja schon fast. Wie gesagt, ich wollte jetzt einfach zu viel. Sind dann schon wieder die Kachit, die da hinten rennen. Das ärgert mich jetzt. Aber naja, ist ja der Vorführeffekt, ne? Beim ersten Drachen gleich mal sterben. Kann nur besser werden. Ach, da drüben sind sie. Also ich bin ja schon da. Wie schaut's bei euch aus? Hallo. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier. Labert nicht. Ja, ja, labert nicht. Komm jetzt einfach her. Komm her, Süße, komm. Leg deinen Arsch her. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. So. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Wo ist er? Da. Der kommt da angeflogen. Na, komm her. Da. Von hier aus treffe ich ihn leider nicht. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen aufladen. Während wir uns aufladen, greifen wir zum Nordbogen. Hahaha, wir sind zu weit weg. Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen von ihr Sterblichen uns bereiten könnt. Hallo. Juhu. Ah, es heiß. Es heiß. Ich komme nicht weg. Es heiß. So. Ich weiß, erfolgreich sieht anders aus. Komm schon, komm runter hier. Na, Moment. Wir könnten doch jetzt theoretisch. Haben wir noch ein paar Zaubertränke aufgenommen? Zaubertrank. Die geringen Magiker. So. Um jetzt wieder ein bisschen Schaden zu verursachen. Komm her! Wow! Nice.
Boah, zum Glück war da gerade ein Stein. Gleich haben wir. So. Oh, endlich. Die sind schon ziemlich cool. Was ist hier los? Ja, okay. Durchsuchen. Mir im Drachenseele aufgenommen. Unter Schrei im Magiemenü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Ey, jetzt tu nicht so, als hättest du den Drachen getötet, Freundchen. So, Magie. Schreie, unerbittliche Macht. Das war nur mal, benutze R2 zum Schreien, okay. Na, machen wir gleich, okay. Erstmal den hier durchsuchen. Stahlpfeile, die da hängen geblieben sind. Weißlaufer Wachhelm. Drachenknochen, die bringen echt viel Kohle ein. Sind aber auch vom Gewicht her sehr schwer, auch die Drachenschuppen. Siehst du, wir sind schon zu schwer. Wir sind viel zu schwer. Komm, können wir dem Drachen irgendwas zurückgeben? Irgendwas? Ja, der Zweihänder zum Beispiel. Ablegen. Was haben wir denn noch hier? Vom, die Eisenschreitachse. Jetzt brauchen wir noch den Eisenschreitkolben. Und schon können wir wieder laufen. Sehr gut. So. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Drachenblut? Wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Ich fühle mich schon wieder so beobachtet. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Patakau! Stimmen? Hier? Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Muscar. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Das ist dir aber früh aufgefallen. Seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Ja, und jetzt stimme hier rum. Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit. Aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Oh! Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Das ist aber lieb von dir. Jarl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Ich bin auch froh, dass ich bei dir bin, Irilet. Geh nicht mehr von deiner Seite. Darf ich dich mitnehmen? Ich übernehme hier fürs Erste das... Wartet! Ich kenne euch. Oh, Junge, hör auf! Jetzt nervt es langsam. Ich hau dir gleich hier meinen Schrei um die Ohren. Ehrlich. Ey, ich kenne euch doch. Ja... Wir haben gerade zusammen gekämpft, wir haben gerade den Drachen zusammen getötet. Was willst du denn? Ey, nee. Boah, Aggression. So, was soll man jetzt eigentlich machen? Optional, war optional gewesen. Okay, ich habe das einfach eingesetzt. Erstatte Jarl Balgroof Bericht. Mach mal. Und du hast alles auch sauber überlebt? Du musst jetzt nicht kuscheln kommen. Ich hab dich gern, aber du musst dich öffnen. Das Feld. Ah, stimmt.
Ich habe beinahe vergessen. Wir sollten die Magiker weiter erhöhen. So, was können wir denn hier? Zerstörer haben wir was Neues. Durch das doppelte Wirken eines Zerstörungszaubers sind die Effekte viel wirkungsvoller. Wir machen das regelmäßig. Ergo, machen wir jetzt dieses Talent. Haben wir ja hier schon gehabt. Durch das doppelte Wirken. Ich glaube, es läuft echt darauf... Oh, ein Schmetterling. Ein blauer. Es läuft, glaube ich, echt darauf hinaus, dass wir vielleicht Zauberer werden. Macht mir persönlich irgendwie fast am meisten Spaß. Klar greife ich gerne auch mal zu Pfeil und Bogen, ein bisschen schleichen und so. Aber es mit der Magie ist ziemlich geil. Sie schaut auch ziemlich cool aus. So, ja, hier kommt drüber, übers Feld. Nüber. So, hier rüber. Über die Heu... Hallo? Was ist denn los? Also ich war das diesmal nicht. Komm, Fendal. Komm. Lalala, wen haben wir denn hier? Hallo? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Lilith Webermeid. Meine Freundin Maven und ich, ihr habt sie in Rifton doch kennengelernt. Nun, wir kennen unseren Platz in dieser Welt. Und auch den Platz der anderen. Du bist schon ein bisschen senil, könnte das sein? Wann waren wir denn in Rifton gewesen? Das stimmt einfach nicht. Wir waren im Flusswald, Helgen und jetzt hier Weißelauf. Aber wenn sie das sagt, dann stimmt das schon. Hallo? Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut. Ja, warte, ich hab ein bisschen... Warte mal. Hier, ich hab ein bisschen Feuer. Hui! Nee, sonst kriegen wir gleich Stress hier. Aber wenn ich da mal ein bisschen mit meinem Feuer um seine Nase spiele, dann liegt bestimmt kein Frost mehr in der Luft. So. Zu den begehrtesten Artefakten der Gefährten zählen die Fragmente von Wusrath, jener Axt, die Isgramor führte, als er an der Spitze der 500 marschierte. Ah ja. Schaut ein bisschen lame aus. Wenn dein Magiker- oder Ausdauerbalken blinkt, kannst du die gewünschte Aktion nicht durchführen. Mächtige Angriffe werden zu normalen Angriffen und Zauber verfehlen ihre Wirkung. Und ihr so? Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten. Ja, ja. Ich nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Wer hat denn du schon wieder? Lavendel. Manchmal hörst du echt Stimmen. Lavendel. Ich habe nichts getan. Na, das ist doch okay. Ich habe dir auch nichts vorgeworfen. Lavendel. Wissen wir eigentlich schon überhaupt irgendwas über Lavendel? Gott. Falsch gegangen. Ja. Wehe, einer von euch lässt diesen Satz los. Ich sag's euch. Warte. Ich kenne euch. Ey. Ehrlich, ey. Irgendwann, ich sag's dir. Irgendwann stirbst du. Dann weißt du, woher du mich kennst. So, Drachenfeste. Rein da. Rein. Ey, warum habe ich solche Probleme? Weil ich immer hier in der Mitte anpeile. Was sind da zwei Türen? Aber die andere geht auch auf. Da kann ich doch auch in der Mitte. Och Mann. Menno, mobbt mich nicht. Stufe 5. Stufe 5. Wieder mal kein Text. Das finde ich nicht nett. Könnte man was vorlesen, dann könnte man die Seite überbrücken. Aber nein. Nur jetzt komplett schwarz. Raucht nicht mal jemand. Hallo, wer bist du? Gerda. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seine. Das ist doch schön. Oh, da ist die Ratte. Wer ist das? Ihr seid endlich hier. Ronga. Der Jarl erwartet euch schon. Seid ruhig. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Nein. Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Ich habe den Drachen getötet. Ich finde, das ist eine Belohnung wert. Darüber besteht kein Zweifel.
Es war wahrlich eine Großtat. Ihr habt euch einen Ehrenplatz unter den Helden von Weißlauf verdient. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ist vielleicht etwas Merkwürdiges passiert, als der Drache starb? Ey, jetzt lass... Wenn der jetzt noch aus dem Raum geht und dann doch wieder kurz zurückkommt, dann nenne ich ihn Columbo, ehrlich. Jetzt hat sich rausgestellt, Drachenblut. Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Fragezeichen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Nö. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrotga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Honga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrotga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrotga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrotga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Es gibt so... Ja, mein Herr. Es gibt so viele Sachen, auf die ich einfach mal gerne reagieren würde, aber ich möchte es natürlich auch nicht unterbrechen, hier was gesagt wird. Okay, naja, egal. Gut, wir haben unseren ersten Drachen getötet, leider wurden wir davor auch getötet. Ist leider ein bisschen schief gelaufen, aber so what, passiert. Damit würde ich jetzt diese Folge beenden. Wir sind jetzt mal wieder zu... Ja, ich kann nicht rennen, ich weiß, wir sind wieder zu schwer. Was haben wir jetzt bekommen? Irgendeine Waffe von ihm. Ich hab's vergessen durchzulesen. Axt vom Weißlauf, da. Das Ziel erleidet 5 Punkte Blitzschaden und halb so viele Magik... Und halb so viel Magikschaden. Magikerschaden. Ja. Guck mal. Das gucken wir uns dann die nächste Folge an. Wir gucken uns hier generell dann noch mit dem Weißlauf um. Ich führe dir gleich den Schrei vor, aber wenn ich das mache, dann sind die alle hinter uns her. Aber nein. Gut. Wie gesagt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du hast da einen Drachen über deinem Kopf. Ein Drachenkopf über dem Kopf. Naja.
Mach dir mal Gedanken darüber, während du das machst. Oh, wir sind so langsam. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Dankeschön. Und das ist sein Bruder, Ronga. So, Ronga. So, zum dritten Mal Abmoderation, glaube ich, oder? Sorry, meine Abmoderation, die sind irgendwie immer total verpeilt. Aber so was. Ja, ich beende ja schon. Tut mir leid. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Skyrim. Was benötigt ihr? Eine sinnvolle Abmoderation. Und jemand, der mir nicht dazwischen quatscht, wenn ich es gerade mal hinbekomme. Ich höre. Ich hab's doch gerade gesagt. Was willst du denn? Wollen wir jetzt hier ein Streitgespräch führen oder was? Sprecht frei heraus. Ja, was mache ich denn hier? Ach, du gehst mir auf den Sack. Tschüss.